Seid mir gegrüßt, ihr Nerds. Heute spiele ich ein Spiel aufgrund einer Challenge, die der gute Paddy. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Challenge mit dem Spiel Spartiel Hyperdrive. Ich glaube, dass das so ausgesprochen wird. Von Paddys Retro-Kanal eingeleitet. Ist zwar schon einen Monat her, aber ich habe Bock darauf. Das Spiel heißt Spartiel Hyperdrive. Und hier geht es darum, mit seinem Delta Flyer oder Raumschiff Labyrinth zu fliegen, und es wird immer schneller, immer schwieriger. Paddy hat gesagt, einmal probieren und ich glaube zweimal üben. Ich weiß es gar nicht. I'm ready, ja. Das Spiel ist aus 1993, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, stand hier irgendwo? Ja klar, aus 1993. Ist in Amos geprogrammiert. Amos, die Programmiersprache, so ähnlich wie Basic. Nur, dass die dann danach kompiliert wird oder so. Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht so viel Ahnung davon. Da sollte ich lieber den Mund halten. Das sagen mir immer wieder Leute, wenn du keine Ahnung hast, halt den Mund. Egal. Ja, gucken wir mal, wie weit wir hier bei diesem Spiel kommen. Ne? Man kann hier One Player, Two Player. Gehen wir auf One Player und drück mal, ja, leichtsinnig den Feuerbutton. Ich weiß nicht genau. Ich habe zwar sein Video gesehen, ob ich weiterkomme oder genauso weit oder vielleicht gar nicht. Er hat sich eintragen können. Gucken wir mal. Ich fange jetzt mal an. Ja, okay. Gucken wir mal. Ja, sieht ganz nett aus. Ich weiß jetzt nicht. Hoch, runter. Oh Mann. Na, da bleib ich mal unten. Ja, schon angeeckt. Nochmal. Oh, da werde ich aber nicht weit kommen. Ja, Paddy. Ich bin eine Nulpe. Oh, alter Falter, aber das ist jetzt hier, wenn ich mich nicht irre, die Übung, ne? Game over, sorry, no high score, player one, got, ach du Scheiße, 3953 Points. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Bild hier immer so hin und her springt. Liegt wahrscheinlich an der Einstellung hier. Keine Ahnung. Ich versuch's nochmal. So, dann wollen wir mal versuchen. Ja, der springt immer ein bisschen, ne? Ich weiß auch nicht, ob es da was nützt, wenn man weiter vorne ist. Ich vermute mal, das ist noch schwerer, weil man weniger Zeit hat zu reagieren. Es ging geradeaus weiter, habe ich vorhin gesehen. Und schon ja toll. Warum sagt mir das denn keiner, dass da was im Weg steht? Wer hat denn da eine Mauer hingebaut? Alter Falter. Ach, da komme ich doch gar nicht weiter. Aber ich glaube, weiter als gerade bin ich schon mal. Ja, und da bin ich schon wieder kaputt. Und? Ja, diesmal habe ich aber mehr Punkte. Paddy, ich glaube, das wird ein kurzes Spiel. Viele Grüße an Paddy und alle anderen Leute, die Paddy kennen und mich kennen. Und ja, ich habe gestern vorgehabt, tatsächlich einen Livestream zu machen. Hat nicht funktioniert, weil ich eben nutze ja immer, wie heißt das Programm noch? Oh, ich komme gar nicht drauf. Vielleicht komme ich gleich drauf. Ich spiele jetzt erstmal weiter. So. Nächster Versuch. Wäre dann Nummer 3, ne? Flieg mal extra hier weiter vorne. Ich habe gehört,
Zur Punkte-Game. Ja, deswegen kloppe ich auch gleich davor. Das ist schon ganz schön fies gemacht, ne? Alter, ist das schwer. Ach Quatsch, ich bin doch der totale Loser hier. Und das liegt ja nicht am League. Das liegt an mir. Ich bin einfach ein Loser. Ich kann solche Spiele nicht. Ich kann eher so Taktikspiele oder Ports of Call oder so, ne? Das ist mein Ding, aber hier sowas. Ne, Paddy kann ich nicht. Konnte mir noch niemals eintragen. Aber ich schicke dir trotzdem, ne? Ich schicke dir trotzdem den Link zu meinem Kanal, zu diesem Video. Ich habe mitgemacht, aber einfach nur aus Spaß, ne? Spaß an der Freude. Gut, ach, ich wollte ja sagen, ich habe versucht, einen Livestream zu machen, aber ich habe mein Browser nicht zum Laufen gekriegt. Besser gesagt, die Software, die ich dazu nutze. Ne? Und deswegen konnte ich keinen Livestream machen. Ich hatte mir vorgenommen, mal wieder, aber ich muss jetzt erstmal gucken, woran das liegt. Egal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und denkt dran, Kanal abonnieren kostet nichts. Ab und zu mache ich auch mal gute Sachen, ne? Okay, ciao, hier von Komoran, euer Uwe. Ciao.